نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. تعالوا نروح نشوف المؤتمر الصحفي ونشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه. Dann hat er drei Fragen gesagt, dann haben sie gesagt, nein, fünf, wir gehen dafür später. Fünf Fragen. Strafe, Strafe. Ja, Herr Kober, ja, nein, nein, ich habe fünf Fragen, oder? Weil wir wollen viele Fragen stellen. Das ist keine Strafe. Okay, also wir haben unser schlechtestes Spiel gezeigt unter mir. Der ist so ein Match, لعبناه تحت قيادتي. Wir haben wenig zusammengebracht, wir haben wenig Rhythmus gehabt, wenig. كانش عندنا ريتم, ما كانش في أي رغبة, ما كانش في أي أداء. Wenig Ideen. أفكار قليلة جدا, ما فيش أفكار للعب القدام. In der Halbzeit, ja, haben wir das versucht ein bisschen zu korrigieren. بين الشوطين. Etwas besser. حاولنا نحسن ده بين الشوطين, كنا الشوط الثاني افضل نسبيا. وبعدين جبنا جون. ما كناش منظمين على الاطلاق بحيث ان احنا نخرج بالثلاث نقط. وانا كنت لسه دلوقتي بتكلم على الفرقه وان انا مش متقبل ده ومش هقبل الكلام اللي بيحصل ده. لو كنا فاكرين ان احنا نقعد نلعب كوره ان احنا نجري لقدام وخلاص من غير ما يكون في تنظيم دفاعي, ده مش هيحصل. والجون اللي دخل فينا كانش اي لازمه. وبرضه قدام جات لنا برضه فرص ضيعناها برضه. وكانت فرص محققه كنا ممكن نحرز من اهداف. طه عبد الله, كنت محتاج اعرف ايه سبب استمرار رغبه حضرتك في اشراك المهاجمين رؤوس الحربه زي محمد شريف وشادي حسين في مركز الجناح رغم ضعف الاداء الهجومي اللي بيقدمه الاهلي, وان حضرتك بتقول ان الاهلي بيعاني من نقص في مركز راس الحربه. Warum sind Sie fest überzeugt, dann die Stürmer von Ahli wie Sherif und Shadi an der Seite spielen zu lassen, obwohl man sieht, dass Ahli offensiv nicht so stark sind, beziehungsweise sie haben sich auch beschwert dann über die offensive Leistung der Mannschaft. Und trotzdem lassen sie dann die Stürmer dann an der Seite spielen. Ja, also ich habe ja mit Kahraba im Zentrum gespielt. Man lebt auf Kahraba, Markus Rassel-Harbe. Meine Frage dann über Shadi und Sherif, dass sie dann an der Seite spielen, obwohl das ist nicht deren Position. Ja, wir haben beide gespielt auch schon. Also Shadi hat mit seinem Verein vorher das gespielt. Und, Sherif auch. Sherif auch. Ja, und Sherif ja auch. شادي لعب في النادي السابق لي, كان بيلعب في مركز الجناح, وشريف اصلا مركزه الاساسي اصلا جناح. وشريف دخل وكان كويس, ما كانش وحش. وخلق فرص برضه من مركز الجناح. والمهاجم بالنسبه لي مش معناه واحد بس واقف في قلب في القلب في العمق بس, ولكن ممكن بيتحرك في الاطراف, ده جزء من ان انت تكون في الجزء الهجومي. الفريق او انعدامه اصلا في الفتره الاخيره, يعني معظم الاهداف اللي بيسجلها الاهلي بتكون عن طريق الجناح, مثلا او المدافعين زي محمد عبد المنعم في ماتش سان داونز وحسين الشحات وكهربا برضه ماتش النهارده. ما هو كهربا مهاجم واحسين الشحات مهاجم, مش فاهم السؤال. يعني مركزه الاساسي جناح. ما هو جناح ده مهاجم برضه, هو لسه قايل دلوقتي. Die Frage dann, warum dann die offensive Effektivität dann der Mannschaft ist so schwach, dass keine Stürmer mehr Tore schießen. Letztes Spiel hat Abd el-Menem und Hussein ist kein Stürmer und heute Kahraba. Und dann habe ich gesagt, ich dachte dann, der Coach hat schon gesagt, Kahraba und Hussein sind beide Stürmer, also sie spielen in der Offensive. Verstehe ich die Frage nicht, aber ja, habe ich übersetzt. Verteidiger oder Mittelfeldspieler dürfen ja auch Tore schießen. Und der Verein und im Spiel dann gegen Flamengo haben wir dann waren wir in Führung und haben wir
Wegen defensive Fehler haben wir ein Tor kassiert. Gegen Sundowns das gleiche. Heute auch. Jenke hätte dann einen Foul machen können, dann, um diesen Konter zu stoppen. Wie werden Sie diese Fehler korrigieren, die sich wiederholen? Ja, wir schauen das auch. Ich schaue mir das Spiel auch nochmal an, jetzt zu Hause. Und dann werde ich das zusammenschneiden lassen und dann schauen wir das dann übermorgen gemeinsam an und versuchen so Fehler zu verbessern. Und ich habe das schon gesagt, es ist natürlich extrem schwierig, wenn du alle drei Tage ein Spiel hast. Du kannst nie mit der ganzen Mannschaft trainieren, du kannst diese Dinge eigentlich schlecht dann einzeln trainieren, weil eben dann der eine wieder in der Regeneration ist und dass man nicht viel Belastung dann machen kann. Und das ist aktuell halt schwierig und darum passieren halt auch noch der ein oder andere Fehler. Aber wir schauen das an und versuchen das zu vermitteln, dass sie das nicht mehr machen. Ich habe einen Vortrag an وانا كده كده بتفرج على الماتشات بعدها وبقدر ان انا اخد اللقطات والاخطاء وبقعد احللها مع الفريق بعد بكره هنقعد مع بعض ونتكلم في كل الكلام ده تاني لكن انا عاوز بقول الكلام ده قلته قبل كده ان مع ضغط الماتشات اللي احنا فيه انت ما عندكش القدره على انك تمرن الفريق بالكامل على ارض الملعب على الاخطاء دي انها تتصلح الاخطاء دي بتتصلح نظري كلها في قاعه المحاضرات في الكلام النظري لان انت بعد الماتش تاني يوم بيبقى الفرقه عندها استشفاء اليوم اللي بعده بتبقى تمرين خفيف عشان بتجهز للماتش اللي بعده ما تقدرش تعمل تمرين تقيل فمفيش الفرقه كامله ما بتتمرنش مع بعض بحيث ان انا اقدر على ارض الملعب اوقف اللعيبه واشوف الاخطاء وافضل اعالجها في ارض الملعب بشتغل نظري اكتر مني عملي حاليا مع الفرقه كلها مع ضغط الماتشات دي لكن هنتفرج تاني طبعا على الماتش واشوف الاخطاء دي واتكلم مع اللعيبه ونقعد نحاول ان احنا نحسن نفسنا وان احنا نقدر نتغاضى عن الاخطاء دي Ich sage dann hart Dank für das Spiel, für das Ergebnis und die Leistung. انا ما فهمتش بصراحه الجزء الاول من السؤال علاقته او المقدمه Okay, also die Einführung habe ich nicht verstanden, deshalb dann habe ich nochmal gefragt. Die ganze ägyptische Fußball leidet aktuell unter viele Probleme. Und man sieht schon, dass man muss sagen, dass der Fußball wird nicht nur mit dem Fuß gespielt, sondern auch mit dem Kopf. Das heißt, man muss auch intelligent sein. Und man merkt schon, dass es Probleme allgemein gibt. Werden Sie, um das zu vermeiden, erstmal dann zum Beispiel 2 Trainingseinheiten am Tag machen, um das Problem zu vermeiden oder zu lösen? Kann auch Tischtennis. Und die zweite Frage ist, werden Sie vielleicht dann als Lösung den Startelf dann stabilisieren, das heißt nicht viele Änderungen machen? Also aktuell ist nicht möglich, 2-mal am Tag zu trainieren, weil wir تدريب مرتين في اليوم ده حاليا مستحيل مستحيل وانت بتلعب كل يومين ماتش ما ينفعش ففترة الاعداد كنا بنعمل كده فعلا Und aber da braucht man einfach auch dann mehr Zeit. Da brauchst du, wenn du jetzt eine Woche Zeit hast zwischen einem Spiel, dann ist das eher möglich, dass man zwei. طبعا لو عندي بين كل ماتش والتاني اسبوع الكلام ده كله ممكن لكن كل يومين صعب جدا. Und die zweite Frage. Startelf ist ja natürlich immer schwierig, weil wir haben jetzt noch ein Spiel Sundowns hatten wir auch Verletzungen. موضوع سبب التشكيل صعب مع عدد الاصابات الكبير اللي ضرب في الفريق بعد ماتش سان داونز صعب تجيب نفس الناس وتثبت التشكيل وانا كنت عايز اعمل روتيشن او تدوير عشان نفضل في الريتم بتاعنا والناس اللي ما بتلعبش قوي ان هم ياخدوا فرصه ان هم يبقوا في ريتم الفرقه وما يبقوش تم استبعادهم او ان هم يبقوا بعاد عن الفرقه لكن تكون رجليهم في الملعب برضه. Also
Spiele hinzukriegen, wo wir das Gefühl haben, wir können das Spiel gewinnen. في النهاية دايما بختار 11 يبدأوا المباراة اللي أنا ببقى متصور إن هم ممكن يكسبوني الماتش. Und er hat auch über die Konzentrationsprobleme gesprochen. Ihre Meinung dazu? Ja, das versuchen wir oder es ist uns einige auch aufgefallen am Anfang. دي حاجة شفناها من أول يوم لينا. مشكلة التركيز وبنحاول إن إحنا إن بنتكلم فيها كتير بنحاول إن إحنا نحسنها كتير ونشتغل عليها كتير. بنحاول عن طريق في التمرين بنحاول إن إحنا بالكورة بنحاول إن إحنا نعمل تدريبات كتير لزيادة معدلات التركيز. النهارده شفنا في آخر المباراة كانت اللعيبة بتضيع وقت Die Spieler in den letzten Minuten des Spiels dann haben angefangen, dann Zeit zu verlieren, Zeit zu gewinnen. Und das haben wir nicht von Al Ahly erwartet oder ist nicht, was wir von Al Ahly so kennen. War es dann Anweisungen oder von Ihnen, dass die Spieler das machen oder haben die Spieler das von allein so gemacht, dann, dass sie Zeit verlieren? Also wir. Ja. احنا؟ inwiefern؟ احنا كنا بنضيع وقت؟ الركنيه دي دي اللعبه الوحيده بين ايكه قصدي ان ايكه معلول ونقفشه. ايوه كنت بعمل يعني ممكن فيرو. احنا كنا متقدمين ساعتها. الكره اللي هي كانت في الكورنر. ما هو ده اللي انا اقصده هو انها على قفشه يعني هي عشان يلعبها مع معلول عشان كده بس هل تعليمات منه؟ اللعبه دي بس ولا حضرتك قصدك عامه؟ الماتش بعدها جه فينا جول. Es ist dann spezifisch dann über diesen Ball dann mit Malul und Afsha, weil danach auch dann haben wir ein Tor bekommen, was ja, dann absichtlich dann. Nein, ich glaube, ich hätte mal das Lehrer aus. Das gehört natürlich dazu, wenn du spürst und nicht raus und es sind noch ein paar Minuten, dass du da versuchst. عادي ان الواحد ده في الكوره انما يجي لك ضربه ركنيه ممكن انت تستغلها ان انت تكسب بعض الوقت لكن ما تتلعبش بالشكل ده. عادة المفروض الكرة لما تكون كورنر واحنا بنلعب كورنر قصير بتبقى الكرة في حوزتك المنافس ما يقدرش يعمل حاجة انت عادة عادة المفروض يعني. Heute ist eine Wiederholung dann vom Spiel gegen Future, wo auch dann Future dann mit 10 Mann, also ein Mann weniger, haben sie unentschieden und heute auch dann haben sie mit einem Mann weniger. Und heute, obwohl man dann gegen einen noch schwächeren Gegner als Future, wählen sie dann eine Strafe, irgendeine Form von Strafe gegen die Spieler für diese Leistung, die sie gezeigt haben. Sie haben letztes Mal gesagt, dass sie keine Strafe machen für Spieler, die Fehler machen, aber heute sieht man, dass die Spieler lässig waren, überheblich. Das hat uns wirklich provoziert. Dass, wir haben auch gesehen, dass sie selbst dann auch nicht zufrieden waren. Wenn Sie eine Reaktion zeigen. Ja, also ich habe jetzt mit der Mannschaft gesprochen. Ich bin laut geworden, aber das bringt nicht, eine Strafe zu verteilen, sondern okay, wir müssen das ansprechen. Ich habe das angesprochen. Wann auch immer, wenn man früh ist, mal. Und morgen, ja. الكلام اللي انا قلته لهم عندهم بكره يوم يقعدوا يفكروا فيه كويس قوي في اللي انا قلته قبل ما نكمل رحلتنا يعني. انا ما عنديش غير اللعيبه دي على فكره. احنا لازم نشتغل مع اللعيبه اللي معايا دي. لو انا عملت عقوبه هيبقى ده مش القرار الصح دلوقتي. انا قلت كلام جامد جدا. المهم ان اللعيبه الكلمتين اللي سمعوهم دلوقتي كل واحد من اللعيبه يفكر فيهم كويس قوي اللي انا قلته ويعيد تفكيره هو لعب ازاي واللي انا متوقع منه ايه وعندهم الامكانيه ان هم في التمرين وفي الماتشات يبينوا احسن من ده ويوم السبت عندنا ماتش لازم ان انا هختار 11 جداد عندنا ماتش مهم جدا يوم السبت ولازم ناخد الثلاث نقط يوم السبت.
Ich habe eine Frage von mir, obwohl ich dann nicht dann Fragen stellen. Wir sind aber schon fünf. Und der unter fünf, der ist der Sechs. Das ist von mir, dass die Leistung der Mannschaft dann abgenommen hat. Dann ist es dann, haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Leistung der Mannschaft dann jetzt nach unten geht? Wir haben nicht abgenommen. Wir haben einfach noch ein doofes Tor bekommen mit einem Mann weniger. Also wir haben zweite Halbzeit haben wir eher mehr gemacht als die ganze erste. احنا الشوط الثاني كنا افضل من الشوط الاولاني وكان يعني ما حصلش هبوط في المستوى بالعكس المستوى في الشوط الثاني عالي لكن احنا دخل فينا جون ملوش اي لازمه وما ينفعش يجي فينا جون بالشكل ده من فرقه ناقصه يعني. Es spricht dann über die ganze letzte Zeit. Nach der Club WM.